Ampharos in die Box der Schande ist echt verrückt. Das sieht so falsch aus, Mann. Was ist schon alles gestorben? Also, wir werden uns noch mächtigeres Squad bauen. Ich glaube, das Liner wird auch besser, sage ich. Keifel. Bodeneis. Oh, Wassergebiet. Ich habe mich davor immer so wohl gefühlt. Und jetzt ist mein Ampharos weg. Voltec. Ja, mal gucken. Jetzt noch ein kleiner Hornbohrer. Der wird gut passen. Der wird richtig ins Muster passen. Schöner Hornbohrer auf Gengar. Kindwurm? Nee. Puh. Ja, wann wäre ich bereit, die Top 4 zu spammen? Da kann man halt krass leveln. Wird die immer stärker, die Top 4? Die erste? Oder bleibt die? Auch noch eine wichtige Frage. Hast du Donnerblitz für Gengar? Hab ich nicht, nee. Die gehen hoch. Ach du Scheiße. Hast du bei dem Rematch nach 16 Orden? Gut. Ich meine nach 8 Orden jetzt, wenn ich jetzt mal reingehe. Oder kann ich jetzt gar nicht? Ah, ich glaube, einer von denen gibt mir ja die Angel, oder nicht? Hier ist ein Haus unten. Oh, jetzt bleiben die so, aber jetzt kann ich sie nicht schlagen. Ich habe nichts gegen Siegfried. Satu, scheiße. Obwohl Unlicht, oder? Unlicht. Oh, was ist das? Oh, das ist Risiko. Das ist risikobehaftet. Das kann ich nie machen. Unlicht. Ist das ein One-Shot? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ob das ein One-Shot ist. Wunschtraum. Was sind das für Moves hier? Keine Ahnung. Sehr. Sag bei was sehr. Lashoking, du bist so treu. War, glaube ich, sehr smart, da zu wechseln. Noctu, okay. Bringt gute Punkte. Blizzard, rede. Stark. Ich kriege gerade viel Geld hier, aber es bringt nichts. Boah, es wird rough. Remoraid, okay. Frage, Machoma ist noch lange nicht stark genug, um ihn selber kämpfen zu können. Ja, wusste ich wohl, diese Barren hier unten. Habe ich mir gedacht, auf jeden Fall. Kommt mir sehr bekannt vor hier alles. Das ist Level 31. Ach du Scheiße. Artillery. Oh, ist das alles krank. Gutes Pflanzen-Pokémon hier jetzt, was wir fangen können. Eine gute Pflanze. Ja, Gamble, das macht das halt super interessant. Jetzt wird das wirklich zu einer richtigen Brecher-Challenge hier. Ja, mach's gut, mein Liebe. Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht. Scheiße! Ich hab die 5 an die Wand gefahren. Scheiße! Oh.
Was haben die? Scheiße. Magma, Sonnenflor. Den haben wir hier. Ah, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Obwohl, Sonnenflor muss ich... Obwohl, nee, das ist super, das passt. Nee, das passt nicht. Oh, du Scheiße, Sonnenflor. Mach die mal in das. Die macht Laschoking nicht weg. Nein, 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 nein. Laschoking, lass dir auch nichts sagen hier. Lass dir auch nichts sagen. Ich hätte keinen Surfer, warum? Das war vorher nie so. Das war vorher nicht so. Oh mein Gott. Hä? Oh nein. Oh nein. Rasierblatt, okay. Tankst du aber? Super. Oh oh. Oh oh. Magma, was machst du? Okay, super, ist tot. E. Stark. Magma, was machst du? Magma, mach ganz ruhig. Mach ganz ruhig, Magma. Mach ganz ruhig. Oh, Rede. Rede. Oh Gott. Hä, das war doch vorher nicht so mit Surfer, oder? Ist das jetzt wegen Dings, wegen Kanto? Ist das krank. Ach du Scheiße, Mann. Ist das alles gestört, Bruder. Oh. Geiler Call. Starker Call. Habe ich damals übertrieben gefeiert. K-Pilz, Mann. K-Pilz finde ich richtig geil. Pflanze, Kampf. K-Pilz sehe ich uns 100%, Freunde. Erdbeben. Ach, es kann Erdbeben. Überroller. Okay. Mitnehmen wir nicht, Chat. Für Geowurf? Für Geowurf, komm. Lass mal auf Geowurf. Toxer. Pilz feiere ich. Smack, danke für den Tier 1, Liebe. Du siehst bei der Attacken aus, ob es dich hittet. Achso, Schere. Ja. Also, Laschoking ist unsere letzte Hoffnung, Mann. Wir müssen irgendwie den Donnerbastard überstehen. Und dann können wir mit Laschoking, glaube ich, abfeuern erstmal. Aber bis dahin... ist es wirklich rough. Wo kann ich hier Kapilz fangen, Chat? Kapilz ist gut, oder, Chat? Pflanze, Kampf, gute Dings, glaube ich. Nicht schlecht. Oder Mokkapilz. Aber damals habe ich sehr gerne gespielt. Oh, hol mal die Angel her. Vertania Wald mit Kopflos oder Safari Zone, super. Pflanzenarena haben wir auch noch. Was für mich das Ibi. Keine Wirkung. Ich habe nichts. Gewissheit. Ist das krank. Ist das krank.
Ist das alles krank? Ist das krank? Ist das krank? Okay. Blizzard, bitte treff. Agilität. Was steigt sich da drin? Initiative. Oh, das ist schon so treu. Schocken, was Leib ist ohne mich. Also Chat, Kapilz gut oder nicht? Pflanze Kampf hört sich eigentlich ganz nice an. Für mich. Geil, okay, nice. Naja, ist okay. Oh, jetzt habe ich hier unendlich Geld einfach, Digga. Ich merke mal wieder, jetzt Geld ist nichts wert, Digga. Was bringt mir Geld, Bruder? Wenn meine Pokémon fehlen und alle tot sind. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Knirscher. Also ein Knirscher tut hier richtig weh. Knirscher. Windhose. Oh, Gott sei Dank eine Windhose. Gott sei Dank eine Windhose nur. Trifft das hier? Blizzard, Erdbeben, trifft das? Oh mein Gott, Digga. Eisern. Okay. Oh mein Gott. Oh, Ampharos, ich vermisse dich so sehr. Hätte ich mit Ampharos, hätte ich in diesem Garados einfach nur Punkte gesehen. Das sind gute Punkte, Mann, fürs Maromai. Wie ist hier Flugchat? Genesung, ich habe genug Geld. Naschweif. Mach weg da. Eingefroren, Gänsepimmel. Kim, danke für die 29. Guten Morgen. Hat die Augen aufgemacht und erstens die Ente gesehen. Da geht's noch nicht. Kim, ja, ist mir mehr Kim, stark. Vielen Dank für die 29. Guten Morgen dir, liebe. Vielen, vielen Dank. Schöne Sache. Puh. Hat der erste auch einen Raichu-Chat? Ich glaube schon, ne? Was macht Maromai da? Auch nicht viel, ne? Wenn das gelevelt ist im ersten Orden, also beim Donnerorden. Was kommt? Noch ein Garados. Ein
Boden, aber ich kann ja nicht extra deswegen Boden-Pokémon hochziehen. Wann entwickelt sich Quickle-Chat? Maybe hat ein Keifel. Keifel will maybe der Jam. Und wann lernt das Erdbeben? Sehr spät wahrscheinlich erst, ne? 40. Oh. Wir fahren ja halt jetzt schon gerade die ganzen heftigen Trainer ab. In Kanto. Und Mochomai hängt immer noch richtig hinterher. Das gab mal Level 33, Mann. Oh, der wird ein mächtiges Garados haben. Gegen Sabrina ist er komplett nutzlos. Gegen Sabrina. Reicht der Gengar aus mit Unlichtattacken oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Das Projekt wird ein Krampf. Wie lange sind wir jetzt Live-Chat? Ich muss nämlich ein bisschen die Uhr auf dem Schirm behalten, wegen... Morgen Mario Kart. Geist, achso, Geist ist auch sehr effektiv gegen Psycho. Umgekehrt genauso. Okay, dann kann ich das. Ich kann das schon mit Gengar durchmarschieren vom Dinger, ne? Mit Spukball. Nee, achso, ich meine genau wie lange heute im Stream. Okay, der hat dann irgendwann 3 Garados, ist gut. Also stundenmäßig der Stream. Ich glaube, wir haben schon 10 Stunden, ne? Da seht ihr, was ich meine, Chat. Das fucking Machomai, das frisst hier gerade so viel Ressourcen auf. Schwalbini. Schon mal gesagt, circa 10 Stunden, okay. Ich muss halt schon wieder. Ich muss in 7 Stunden schon wieder wach sein und fucking Mario Kart aufnehmen, ne, Chat? Geist Gift, deswegen ist Psycho gut gegen Gift. Aber halt nicht gegen Geist. Also ist es keine. Okay, verstehe. Boah, wir haben heute. Ich muss maybe nochmal in die Siegestraße. Oder gibt es hier so ein Gebiet wie die Siegestraße mit richtig starken Pokémon zum Leveln? Zum Spam? Einfach Speed mal 2 und aber abfeuern mal für 2 Stunden. Gigi, gute Nacht. Spoink. Oh, ist das Psycho? Ich glaube, was ist das Spoink? Nee, ich mache lieber mal. Ich glaube, das hält mir aus. Ich meine, das ist Psycho, oder? Erholung. Ist das dummes Viech. Oh, so, nämlich ich bin nur so. Gegenstoß 8, nein.
Ach, Volltreffer, okay. Entspannt. Ja, wir haben jetzt fast alle Trainer auf weggemacht schon. Und ja. Maromai ist immer noch ein absolutes Stück Scheiße. Level 34 ist es gerade mal. Es ist immer noch ein Minion. Was geht ab, Banger? Zumindest guten Morgen, was geht ab? Boah. Ach, ich wusste es, Digga. Gänsehaut. Schwerttanz. Kann ich hier irgendwo ein Glücksei bekommen, einfacher? Bildgänger Level 50 gleich. Immer aus, geht ab. Hier kommen auch mal starke Trainer. Und ich will Chaneras. Ja, gibt es irgendwo einen Spot, wo man hier welche fangen kann? Oder auch eine Safari-Zone? Ach, 13, 14, 15 Safari-Zone. So nehme ich Mac. So. Kadabra und Anton. Sind die hier gefährlich? Kadabra und Anton? Kadabra ist richtig gefährlich. Okay, testen wir mal aus. Da. Wir sollten schneller sein und hier. Dann frage ich mal für später. Mhm. Sehr gut. Kein Surfer, das ist gut. Aber Surfer hat von eh nicht so viel Schaden gemacht beim Gänger, Gott sei Dank. Abgangsbund. Ja, das würde ich jetzt eigentlich nicht lernen wollen hier in dieser aktuellen Challenge. Klingt erstmal nicht so geil. Bin super selten, okay. Ich glaube, hier waren noch mehr starke Trainer. Pikachu scheinbar. Oh, Pikachus. Ganzer Pimmel. Irgendwann muss ich abfeuern. Okay, Chat, dann werden wir gleich uns ein Glücksei suchen. Hat hier schon eher ein Glücksei, Chat? Und wartet schon, Gänger mit offenen Armen. Nee. Ach, also das ist super selten, Chanera. Und dann muss es noch einfach ein Glücksei tragen. Da müssen wir Doppelglück haben. Perfekt, Digga. Oh. Hundemorn habe ich schon gefangen. Hundemorn. Hundest habe ich schon gefangen. Also ein Glücksei bringt aber ordentlich was. Unter 5% Begegnungsrate.
Aber jetzt schon so ein Pokémon mit einer mit einem Typ, Digga, feier ich irgendwie nicht so. Haben wir schon Gengar mit. Es ist gerade mal Level 35, Bruder. Weil das muss hier mindestens Level 45 sein, um hier irgendwas zu machen, mein Mahomai. Aber wenigstens levelt meanwhile unser Gengar gut hoch. Level 50, das macht ein bisschen Meter. Das ist schon mal nicht schlecht. Das machen wir mal irgendwo gut in der Top 4 Chat. Okay, das ist gut. Ast Schummels ist zurück, Chat. Das ist Ast Schummels. Die andere Pokémon von der Safari-Zone, ja, okay. Nicht schlecht, maybe. Top 4 geschlafen, yep. Haben wir geschafft, aber wir haben hier, ja, wir haben Ampharos verloren, wir haben Despota verloren, also es sieht gerade alles andere als rosig aus hier in dem Run. Komme ich hier jetzt hin? Gar nicht mehr. Da ob ich zulaufen soll, der Bastard. Ah, hier oben, okay. Nidoking. 29, Gott sei Dank nur, alter Finne. Kann das irgendwas für mich? Hat das irgendwas für mich? Das kann vieles lernen, ne? Hornbohrer. Energiefokus, okay. Hornbohrer. Sehr viel Erfahrung von Nidoking. Sehr gut. Lashoking. Schere. Aussetzer. Apador, gut. Ja, Ampharos hat wehgetan, sag ich auch. Alles blockiert. Achso, oh mein Gott, Bruder, bitte. 65 einfach. Jetzt haben wir so viel Geld und können mit diesem Geld nichts machen, ne? Das ist echt verrückt. Das ist verrückt. Ein super Flurmel. Das ist das Boden, glaube ich, ne? Ansprechen, bitte.
Puh. Amelin. Das Wasser kenne ich auch noch. Spukball, ja da. Wird Maro mal helfen oder nicht? Oder wird es einfach platzen gegen Donner? Und Onyx super. Oh. Dama, viel Erfahrung super. Also ich könnte den kleinen Schummler würde ich mir erlauben, auch mal in die Siegelstraße und mir das zweite Erdbeben abholen, Chat. Den Schummler würde ich mir erlauben. Das liegt nämlich noch da. Hm? Dann machen wir mal Erdbeben geben. Gegen Magneto schon gut. Das ist ein kleines Ass von mir, von der Ente. Das ist halt, Lashoking ist halt super stark, ne, mit Level 59, aber die anderen. Machen wir mal 36. Weckruf. Was kann das Weckruf? Richtet großen Schaden bei einem schlafenden Gegner an, weckt ihn aber auch auf. Ja, ich kann zu verarschen. Geowatz. Hier hätte ich sogar mit Machum reinkrachen können, glaube ich. Wäre gut gewesen für die Punkte. Jetzt bin ich schon angerufen, keine Ahnung. So, 59 Lashoking. Kurz pissen. Oh. Ja, okay, tausch mir nochmal, mein Freund. Mann, geh mir nicht auf die Eier. Gute 14, ist hier nicht? Hier ist. Wir haben ja aber sehr viele Trainer. Hier ist Chanere, oder? Ich glaube, unten hier sind diese Zäune, oder? Hier unten sind diese Zäune für Chanere. Ich erinnere mich, glaube ich, ein bisschen. Brauche ich hier Blizzard? Ich glaube nicht. So nämlich. Damals hat man es echt aufgefangen hier oder aufgefunden, finde ich. Oder ich war damals schon giga lucky. Aber guck mal, Chat, ich habe jetzt hier fast alle Trainer abgefarmt auf der rechten Seite. Und es hat fast gar nichts gebracht. Warum so overlevelt? Weil ich gerade. Ich nichts anderes mehr habe. Ich habe nichts anderes mehr außer das hier. Das ist das Problem. Auch an erster Stelle. Ich glaube, es kann hier nichts machen, oder? Hier ist schon Chanere, oder? Hier, da sein. Hier. Oh, Sound. Ah. Ne, Lashoking habe ich noch, Gengar und Lugia. Ist hier der richtige Spot für Dings? Angst ist Boden. Ich hab keinen Bock auf Mordor, Digga.
Hier gibt's schon eine, okay. Na, schreiben wir mal ein paar Mal. Nidorina. Mit Mondstein. Muss ich damit tauschen, ne? Ein Prozent, das ist spawned und nochmal 5% aus Item. Ach, Bruder. Ich glaube, es sind die Sonderbonbons, Chat. Was ist Nidoqueen vom Typ? Naja, dann lass mich los. Das Ding so. Bodengift auch. Oh, Nidoqueen. Ist auch ein Brecher eigentlich damals gewesen immer. Der Sound, ich denke immer so ein Legi spawnt. Wir geben noch mal ein paar Tries auf Shanera. Ist Shanera wenigstens stark? Also kann man das auch so spielen? Oder mockt das Shanera? Ist das nur für das Ei gut? Ich meine, das ist ein guter Tank gewesen, oder? Shanera, hab ich mal gehört? Mockt? Ah, oh, perfekt. Ich habe hier damals auch Shanera gefangen. Oder gefunden auf jeden Fall. Ich werde es wieder fangen. Altera, Weiterentwicklung davon. Und weiterentwickelt sich dann, also bei Nacht wahrscheinlich, ne? Nidoqueen. Also Nidoqueen wäre auch eine Option. Ach, Mondstein, okay. Also 5% Chance hat mir schon aufgetroffen hier, sag ich. Mondstein geben fertig. Habe ich den? Bekomme ich den einfach, den Mondstein? Du hast den schon, nice. Okay. Also kann ich mir sofort Nidoqueen machen? Ich kann sofort Nidoqueen haben. Oh. Dann maybe Nidoqueen machen und erstmal hochleveln. Erstmal Nidoqueen hochleveln und dann Maro mal zu Ende machen. Da haben wir halt Boden, Kampf, Gift, Geist, Wasser, Psycho. Irgendwie. Dann haben wir noch Lugia, dann haben wir noch einen Slot frei. Das ist irgendwie verwirrt, glaube ich. Ich glaube, machen wir mal die Firma, Digga. Hast du viele Schwäche? Nidoqueen? Keifel wäre nicht schlecht. Und mit Keifel habe ich auch was gegen Drachen. Und ich habe was auch, ich habe was gegen Bisaflor für später. Ich glaube, ich hole das Keifel zurück, Chat. Wie ist denn Donner gegen Eis, Chat? Mit Keifel. Ist das nicht stark oder ist das neutral? So, machen wir mal erstmal auf die Bank. Überlegen wir uns nochmal.
Ach, Greifel ist Boden. Achso, 0. Achso, Boden. Wirkungslos. Oh, stark. Ah, oh, da hätte ich einfach in Keifel investieren sollen. Wie ist das Wesen, Chat? Frech ist nicht gut, ne? Frech. Guckbericht, ist so. Impulsiv. Sprech ist okay. Ist ATK plus und Spezialdefensive minus. Was ist es nicht speziell? Gut, dann machen wir jetzt noch eine letzte Sache, bevor wir schlafen gehen. Wir fangen uns jetzt noch ein richtig schönes Quickel fangen wir uns. Und dann gehe ich back to the roots mit einem schönen Keifel. Mit einem schönen, mächtigen Keifel komme ich daher. Kann ich nicht woanders hinfliegen? Muss ich erst Dings in Chat? Muss ich erst mit der MS-Dings fahren? Ach so, ich muss so hier. Okay. Ich werde mir ein mächtiges Keifel machen, ein richtig mächtiges Keifel. Gänsepimmel. Scheiße. Quickel sofort, Bastardspiel. Chat, dieses Mega, dieses Mega-Keifel, wie entwickelt sich das? Aber durch Level oder wie? Komm mal zu mir, super. Wo ist eine Herzschuppe? Ja, hatten wir eine Herzschuppe. Die hole ich mir auch direkt wieder mit Dings, sage ich mit R. Antikkraft, okay. Antikkraft und ein Level upgrade. So, wir brauchen ein gutes kleines Quickel brauchen wir. Ich habe so viele Level verschwendet in fucking Macho Miner, ich bin so ein Bastard. Keifel einfach Eis und Boden. Sehr geil. Erdbeben kann das dann später. Für Siegfried ist das sehr stark. Erdbeben Step. So. Das ist schon ein gutes Wesen. Hä? Sieht man das Wesen sofort? Null. Boah, ich habe mich damals so gefreut, wenn Rosana kam.
Also haben wir ein gutes Wesen eben gefangen. Also ein sehr gutes. Spielbar. Oh, spielbar klingt irgendwie nicht gut. Klingt halt spielbar. Wo sieht man das denn hier? Ich fange noch eins. Dann picken wir uns da das Beste raus. Okay, dann haben wir Lacho King, Keifel, Gengar, Lacho King, Keifel, Gengar, Lugia. Da haben wir noch Slot für zwei Stück. Aber es ist dann schon ein sehr guter Squad. Hört sich erstmal gar nicht schlecht an. Ach, Mammut ist physische Attacke. Achso, okay. Das fange ich noch hier, dann gucken wir uns das mal an. Ja, mach auch mal die Firma. Aber Kugel. Mal vorsagen können. Vielleicht wird er hart oder froh. Es gibt das hier mal. Eins fange ich noch. Schere. Ein letztes fange ich noch. Ich will noch eins haben, noch ein gutes Quickel. Ich habe damals auch fucking Keifel so gefeiert. So, du bist das auserwählte Stück. Also dann machen wir es auch demnächst so, dass wir einfach Quickel die ganze Zeit leveln und nicht entwickeln, ja? Weil Quickle weniger Erfahrung braucht. So, abbrechen, jetzt muss das Spiel entwickeln, weil es weniger. Okay, gut. Weil. Kann es doch nicht vielleicht Attacken nicht lernen, theoretisch? Okay, Chat. Wir gucken mal die Ausbeute an. Vielleicht kommt noch eins hier auf süß. Insel Pimmel. Tinder für den Sub, liebe. Och, Gänseschwanz, ja. Geh mir jetzt nicht auf die Eier, ich kann das jetzt nicht. Da ist es, das Schicksalsfähig. Da ist es, das Schicksalquickel. Get out. Da ist mein tolles Stück Liebe, Bro, für die 21. Kuss, Kuss, Kuss. Liebe, 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 Lars. So, Quickel weg. Okay. Jetzt gucken wir mal jedes Quickel an. Jetzt noch gescheit leveln, das ist okay. So. Also, wir haben immer das hier. Dickköpfig.
Och, Bruder. Leck meine Eier, ja. Mild. Das ist scheu. Froh. Ernst. Mutig. Frech. Froh ist perfekt. Wesenfroh. Also ist es das hier. Initiative und Spezialattacke. Froh ist beste, nice. Froh ist zweitbeste. Ist das Richtige? Froh. Froh ist kein Maschwein, so nicht.